Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es bei uns dieses leckere Essen und zwar ist das nur aus Resten. Und wenn ihr sehen wollt, wie ich das gemacht habe, dann bleibt dran. Für das Essen habe ich alle Reste, die noch so in meinem Kühlschrank war, benutzt. Und zwar hatte ich noch so Paprikaschoten, die schon angefangen haben, langsam schrumpelig zu werden. Dann hatte ich so ein paar mickrige Kartoffeln, zwei Tomaten, eine Zwiebel hat man ja immer da und Frühlingszwiebeln, die auch unbedingt weg mussten. Dann habe ich in den Tiefen der Tiefkühltruhe noch eine Hähnchenbrust gefunden und die musste auch dran glauben. Also, dann legen wir mal los. So, ich fange mal an, indem ich die Kartoffeln schäle und die Paprikaschoten klein schnibbel und die Tomaten und die Zwiebeln auch. Das Hähnchenfleisch werde ich in kleine Würfel schneiden. Ich fange jetzt erstmal mit den Kartoffeln an. So, ich habe jetzt die Kartoffeln geschält. Die Paprikaschoten habe ich von den Stielgehäuse, also von den Kerngehäuse um den Stielansatz entfernt. Und die Zwiebeln habe ich geschält. Jetzt fange ich an, alles klein zu schnibbeln und dann kommt es in diese Auflaufform. Das Gemüse habe ich jetzt fertig geschnippelt. Jetzt werde ich die Hähnchenbrust auch noch in kleine Würfel schneiden. So, das Hähnchenfleisch wird jetzt auch mit dem Gemüse vermischt. Allerdings ist doch ganz schön viel Gemüse bei rausgekommen. Deswegen werde ich es jetzt erstmal in eine größere Schüssel geben, damit ich es besser umrühren kann. Und später kommt es dann wieder in diese Auflaufform. Das Hähnchenfleisch kommt auch dazu. So, und jetzt werde ich alle Gewürze dazu. So, ich finde die Farben jetzt schon richtig schön. Da kommt jetzt ein bisschen Salz dazu. Ich mache das jetzt mal so freie Schnauze. Ohne Maß, ein bisschen Pfeffer. Dann ein bisschen Knoblauchpulver. Dann habe ich hier rotes Paprikapulver. Dann ruhig zwei Löffel. So. Was habe ich hier noch? Ich habe hier noch Curry. Rein damit. Dann kommt dazu ein Esslöffel Tomatenmark und ich würde sagen so drei Esslöffel ungefähr Olivenöl. Eins, zwei, drei. Und das werde ich jetzt versuchen, so gut wie möglich, ohne das Gemüse kaputt zu machen, alles gut umzurühren. So, das
Essen ist jetzt fertig für den Backofen. Ich werde das jetzt so in den Backofen schieben. Ich werde da auch kein Wasser mehr zutun. Da sind ja ein paar Tomaten drin. Und so ein bisschen hat ja das Gemüse auch eigenes Wasser. Und das kommt jetzt einfach in den Backofen. Den Backofen habe ich vorgeheizt auf 180 Grad. Und dann schauen wir mal, wie lange das da drin bleibt. Im Anschluss sage ich euch die genaue Zeit. So, das Essen ist jetzt aus dem Backofen raus. Ich werde das jetzt mal servieren. Es ist ein bisschen Flüssigkeit da, aber nicht allzu viel. Ist genau richtig. So ein bisschen angeröstet oben. Richtig schön geworden. So, ich nehme mir jetzt mal so ein bisschen. Lecker. Es duftet richtig gut. Ich schiebe das mal kurz weg. Das Resteessen ist jetzt fertig und es sieht richtig lecker aus. Es duftet auch wunderbar. Und ich werde das jetzt so essen, indem ich da noch ein leckeres Spiegelei rauf tue. Und noch ein bisschen Chili. Super lecker. Probiert es mal aus. Ich meine, man kann immer alles klein schneiden und in den Backofen schieben. Es kommt immer was Leckeres bei raus. Wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Tschüss, bis zum nächsten Mal, macht's gut! Und vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.